Hallo liebe Tarot-Freunde, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu dieser Legung. In der ich gleich das Tarot fragen werde, was für dich aktuell sehr, sehr wichtig ist, worauf du achten solltest. Ja? Wem oder was solltest du jetzt deine Aufmerksamkeit schenken? Ja? Wohin solltest du deine Energie lenken? Was sagt denn hier das Tarot? Bin sehr gespannt. Bitte beachtet, dass ihr nicht mit jeder allgemeinen Legung in Resonanz gehen könnt. Das ist unmöglich. Dennoch, wenn ihr jetzt gleich hier irgendwie eine Situation erkennt, ja, dann Bingo. Also, in welche Richtung soll eure Energie, worauf solltet ihr unbedingt achten, was solltet ihr tun, was solltet ihr lassen, je nachdem. Je nachdem. Okay, schauen wir mal. Okay, hier ist ein Mann. Ein Mann ist erschienen, der sehr großen Einfluss vielleicht auf euch hat, ja, bei dem ihr vielleicht nicht Nein sagen könnt, zu dem ihr nicht Nein sagen könnt. Er hat den Hang, möglicherweise zu manipulieren. Er hat den Hang, Einfluss zu nehmen auf euch. Ja? Also, wenn er euch bittet, wenn er euch irgendwas sagt, ja, wenn er Aktivität in eure Richtung zeigt, dann könnte das passieren, dass ihr halt eben tatsächlich schwach werdet, ja, und dass ihr Schwierigkeiten habt, Nein zu sagen. Er ist von seiner Natur aus ziemlich nicht offen. Ich gucke mir noch mal ein bisschen näher an. Kommunikativ, ja, also kann überzeugen durch Gespräche. Hat absolut keine Probleme, Leute in Gespräche zu verwickeln, Leuten irgendwas, ich will nicht sagen aufzubrummen, aber das kann tatsächlich hier auch sein, ja, dass er diese Energie hat, dass er diese Fähigkeit hat, ja, Leute zu überzeugen. Er ist sehr kommunikativ, ja, er arbeitet mit der Kommunikation, er arbeitet mit der Sprache. Also er kann hier Menschen sprachlich, er benutzt die Sprache als wie so ein magisches Werk. Und er kann hier Menschen sprachlich, kann er Menschen hier von sich überzeugen. Kann Menschen sogar so ein bisschen um den Finger wickeln. Und ich sehe hier eine allgemeine Vorsicht, die ihr ihm gegenüber haben solltet. Nicht im Sinne von, dass ihr den Kontakt abbrechen sollt, ja, dass ihr euch irgendwie verschließen sollt, sondern ihr müsst einfach ein bisschen aufpassen. Ihr müsst hier so ein bisschen ihn ein wenig reden lassen, würde ich schon fast sagen. Ich guck mal. Was rät euch hier das Tarot in Bezug auf diesen Mann? Ja, mit ihm den Kontakt zu wahren. Es kann sein, dass er in eurer Familie ist. Ja, zum Beispiel, ihr habt irgendwie einen Onkel und der ist irgendwie Vertreter von irgendwas und will euch ständig irgendwas verkaufen. Ja, will euch ständig irgendwie ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. Familiär mit ihm zu tun haben, aber eben auf einer rationalen Ebene. Ja, nur weil er euer Onkel ist, müsst ihr ihm nichts abkaufen. Ja? Es ist nur ein Beispiel. Ja? Ich nenne nur ein Beispiel, ihr müsst damit nicht in Resonanz gehen. Nur damit ihr versteht, was ich meine oder wie das hier in der Legung erscheint. Kontakt ja, aber eben rational. Ja, oder wenn ihr es nicht vermeiden könnt, ihm aus dem Weg zu gehen, okay, habt Kontakt zu ihm. Aber rational.
Ich habe gefragt, welches Interesse er an euch hat. Er will etwas gut machen. Er will sich irgendwie vielleicht entschuldigen. Er will sich von seiner guten Seite zeigen. Er will etwas gut machen, sagt hier Lestaro. Hat analysiert, dass hier von seiner Seite nicht alles korrekt war, sagen wir es mal so. Sein Stolz ist ihm im Weg. Ja, also wenn er nur so Kleinigkeiten in eure Richtung macht, ja, irgendwie mal das Gespräch sucht oder irgendwie zufällig euch anklingelt zum Beispiel, dann liegt es daran, das müsst ihr hier verstehen, dass er sehr stolz ist. Dass ihm sein Stolz im Weg ist, ja, dass er sich nicht öffnen kann. Für ihn ist es überhaupt sehr schwer zu sagen, ja, ich habe Schuld. Vielmehr wird er sagen, ja, du hast aber auch Fehler gemacht, ja. Also vielmehr diese Energie. Worauf solltet ihr denn hier im Umgang mit ihm noch achten? Kann sein, dass dieser Mann hier in eurer Umgebung aktuell ist, ja, dass ihr mit ihm zu tun habt. Welchen Umgang empfiehlt euch hier das Tarot? Rationalität habe ich ja schon gesehen. Verspricht euch nicht zu viel durch irgendeine Versöhnung. Verspricht euch nicht zu viel, wenn er auf euch zukommt, ja. Es ist ja auch okay, wenn ihr offen sagt oder zeigt, dass ihr mit seinem Verhalten unzufrieden seid, ja, dass euch sein Verhalten verletzt hat, sein Verhalten aus der Vergangenheit, ja, das spricht nichts dagegen, gar nichts spricht dagegen, ihm das offen zu zeigen oder ihm das sogar offen zu sagen. Ja, bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ihr irgendwelche Dinge, die vor 5 Jahren, dass ihr das irgendwie wieder zum Thema macht, weil das führt sehr oft zu Problemen. Entweder man hat verziehen oder man hat eben nicht verziehen. Also hier sollte nichts Altes, ja, wieder hochgekramt werden. Aber etwas Neues, ja, also wenn ihr Probleme hattet, neuerdings, dann spricht nichts dagegen, das anzusprechen. Ja, zu zeigen, dass euch das verletzt hat. Aber nicht indem ihr Tränen fließen lässt, sondern indem ihr das einfach sachlich sagt. Pass auf, das und das hat mir nicht gefallen, das und das fand ich nicht gut. So sieht es hier aus. Liebe Damen, liebe Herren, das war eure Legung. Ich weiß nicht, ob ihr in Resonanz gegangen seid. Ich habe ja am Anfang des Videos was gesagt. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Schaut einfach bei der nächsten Legung vorbei. Und ich wünsche euch alles Gute wie immer und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis bald.